Allein schon deshalb ist Bibel natürlich Pflichtlektüre. Wenn ich einmal frage, die Schwestern brauchen jetzt nicht zu antworten, weil da setze ich das voraus. Haben Sie die Bibel schon mal wirklich ganz gelesen? Komplett? Das ist in katholischen Kreisen immer noch irgendwie unbekannt. Gehört aber irgendwie zu einem christlichen Leben dazu. Man muss sie ganz lesen. Und Sie müssen mir nicht erzählen, dass das total anstrengend ist. Also vor allen Dingen, wenn Sie dann sagen, gut, wir fangen vorne an, wir hören hinten auf, dann fangen Sie bei Genesis, Adam und Eva, das noch nett irgendwie. Ja, das kennen Sie dann noch irgendwie. Das ist noch schön, ja. Aber dann geht das hinten mit den Vätergeschichten schon so los. Exodus ist wieder so ein Highlight, ja. Da werden wir uns ja nächstes Mal mit beschäftigen. Toll. Aber dann kommt schon die Wüstenwanderung Israels pur, nämlich in den Büchern Numeri, Leviticus, Deuteronomium. Alles nur Gesetzestexte. Da kriegen Sie die Pimpanellen, ja. Da hören Sie am zweiten Tag auf in der Regel. Und das ist auch ganz schwierig. Gar keine Frage. Ja? Und dann haben sie wieder, dann kommen ganz schreckliche Sachen. Josua, Richter, wir haben das gerade im Kloster, das Richterbuch gelesen. Oh, ja, da sehe ich schon die verdrehten Augen morgens, wenn man da eine Lesung liest, der so sagt, oh, kommt der auf nüchternen Magen mit so einem Zeug. Ja, ja. Steht in der Heiligen Schrift drin. Und dann haben wir so unsere Lieblingsstellen, ja, die wir natürlich auch immer wieder hören, auch im Gottesdienst immer wieder hören und meinen allerdings dann, das sei schon die ganze Bibel. Das ist vielfach ein Irrtum. Ich glaube, dass auch dem will ja auch der Kurs ein wenig entgegenwirken, dass wir auch in der Kirche so arm geworden sind, auch in unseren Fantasien. Ja? Und wenn ich ja manchmal zu Recht höre, dass der kirchliche Alltag irgendwie auch manchmal schrecklich ist und auch der kirchliche Apparat furchtbar ist und wir als Personal noch schrecklicher sind, ich verstehe das ja auch, ich gucke auch selber morgens in den Spiegel, ich weiß, wie das ist, leider auch unter mir selber, also nicht so. Aber ich will jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern da ist auch viel dran. Aber dass wir aus manchen nicht herauskommen, hängt auch eben mit dieser Eindimensionalität oder der Fixierung auf nur bestimmte Punkte zusammen. Also statt wir die Bibel als ein Riesenreservoir entdecken, also Frau Wilders hat das gesagt aus ihrer Erfahrung in der Schule oder ich weiß nicht, wo hat es wieder aufgegriffen, wir kommen nie an ein Ende. Und das stimmt. Die Erfahrung der 2000 Jahre zeigt, oder die des Judentums noch länger, man kann diese Texte nicht erschöpfend auslegen. Also wenn man jetzt sich daran macht und sagt, jetzt machen wir von mir aus ein 120-bändiges Lexikon, ja, und da erfassen wir mal alles Mögliche an Schriftauslegung, das wird mit 120 Bänden nicht getan sein und auch mit dem Hundertfachen nicht. Weil es immer, solange es Menschen gibt, die dieses Buch in die Hand nehmen und lesen, aus ihrer Lebenssituation heraus entsteht etwas Neues. Entsteht etwas Neues. Vielleicht etwas, das noch nie da war. Und deshalb kommt man nicht an ein Ende so schnell mit dem Verständnis. Ich weiß, weil ich nicht denke.